Hallo zu einem Part Pokémon Platin. Im letzten Part haben wir den See der Kühnheit erreicht, wo Team Galactic wieder mal eine Bombe abgeworfen hat. Und deswegen nicht schwimmen, aber platschen hier Kappa rum. Ja. Dann gehen wir mal hoch. Wie sind wir da eigentlich da vorbeigekommen? Hä? Na egal. Gegen sie. Mit Sophie müssen wir es gut machen. Einmal Ruheort. Das bringt ja recht wenig. Weil ich speziell angreifen und dass mein physischer Angriff nur schwächt. Luftschnitt. Und das reicht aus. Kramorks, weiterkämpfen. Das müsste ausreichen, ja. Sophie erhält 30. Wir müssen aber mal schnell heilen gehen. Sieht das noch schlecht aus hier. Oder haben wir High-Items noch dabei? Noch eins, okay, wir gehen einfach mal zur nächsten Stadt. Und stimmt, so viel fliegen kann ja fliegen. Das kann der blaue Geil. Gehen wir nach Weideburg. Jetzt die Frage, was soll ich jetzt tun? Ich habe jetzt den Team Galactic, also den mit hohem Rangmitglied besiegt, der mit blauen Haaren. Was soll ich jetzt machen? Soll ich weiter? Ich glaube, ich soll weiter in Richtung heißt es hier hoch. Also hier hoch, gesagt eigentlich. Aber hier steht jetzt wieder so eine, also hier ist eine Markierung, deswegen verstehe ich nicht. Dann lass mal hingehen. Habe ich da jetzt irgendwas vergessen? War da jetzt wieder Lebel oder irgendein anderer Typ, der mir irgendwas noch zu sagen hat? Ich glaube nicht. Komme ich hier durch? Ne, ich glaube, da komme ich erst nach dem 7. Orden erst durch. Aber hier müsste doch was gewesen sein. Hier muss doch was gewesen sein, oder? Wenn das schon so ist. Achso, die hat zur Seite geguckt. Sie sind weg. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Hier muss es doch irgendwas geben, was es machen soll. Ich besiege mal alle Gegner. Der mit seiner Galactic-Bombe. Sein Geheimwaffe ist ein Gold. Secret.
Explosion streitet, trifft zu 100%. Zu 100% trifft er mich selbst. Das kann ich schon vorhersagen. Und ich wette jetzt zu 50%. Ich wette jetzt zu 50%, dass ich mich wieder selbst treffe. Und es funktioniert auch, wenn ich 50% sage, treffe ich mich nicht selbst. Und jetzt treffe ich mich zu 100% wieder. Ah, oder gar nicht mehr verwirrt. Da ist Golbat weg. Ja, das ist auch eine gute Sache. Und zwar kann Antikkraft einfach alle Statuswerte um 1 verstärken. Was ultra OP ist mit der Fähigkeit von Sophie. Deswegen spiele ich es auch drauf. Die Fähigkeit hat die Eigenschaften der Attacken. Die Fähigkeit ist. Ada Edemut verstärkt zusätzliche Effekte. Und jetzt lesen wir die Effekte von den Attacken aus. Und zwar hier. Angriff mit antiken Kraft, der alle Staatswerte erhöhen kann. Und genau das hier kann Erity zurückschrecken. Ja. Deswegen. So, hier muss es auch noch irgendwas geben. Hä? Muss ich da irgendwie noch eine Schrift drin anquatschen? Keine Ahnung. Dann verschwinden wir lieber von hier. Ich glaube, wir haben irgendwas übersehen. Deswegen. Ich teste jetzt echt, ob man hier durchkommt. Nee, kommt man nicht. Okay. Hey, halt, stopp. Hier geht's nicht lang. Wir haben Stromausfall. Ich weiß, du hast gerade einen See gerettet, ja, aber trotzdem nicht. Hey, halt, stopp. Zurück mit dir. Sonst schieße ich dir eine rein. Ja, gut, schon gut, schon gut, schon gut. Ich möchte durchfahren eigentlich, aber bin nämlich gleich bedroht. Ich frage, was soll ich jetzt da machen? Soll ich jetzt zu den anderen beiden Seen gehen? Was ich mir eigentlich vorstellen kann. Ich gehe mal zu dem See, wo Lucia da ist. Vielleicht finde ich da bessere Ratschläge. Und zwar, die müssen an den Städten der Wahrheit sein. Aber trotzdem ist hier immer so ein Symbol. Wir gucken einfach mal. So, einmal hier durch. Und einmal hier hinter. Oh. Tim, welch ausgezeichnetes Timing. Team Galactic, diese Schurken suchen das legendäre Pokémon. Du musst Lucia helfen. Und was machst du jetzt hier? Ergibt einfach gar keinen Sinn. Naja, mache ich euch mal beide platt. So. Das ist schon mal gut. Diese 5 vorne haben. Auch wenn der Levelunterschied gerade nicht so passt. Dann gehen wir jetzt einfach auf einen Luftschnitt. Auf Charminau und ein Erdbeben.
Oh, das könnte killen. Ah. Macht aber nicht. Aber das killt Chamino. Den Luftschnitt. Und jetzt ein Erdbeben, was Sophie nicht trifft. Und Klebunke sehr effektiv und ist dadurch sogar besiegt. Golbat. Eine Antikraft. Und ein Spitzer. Oder? Ich gehe auf ein Schwert. Vielleicht kommt am Ende noch ein gutes Pokémon, was wir mit finden. Wir überleben es gar nicht. Okay. Druck halbiert sich Luftschnitt, wenn es 2 trifft. Aber jetzt machen wir das platt. Pushen es mal mit Finn. Glaube ich, heile ich Sophie nochmal, wenn es ein Pokémon ist, was Finn besiegen kann mit Applied Heap, um beide Pokémon wieder auf voll HP zu haben. Wieder. Aber leider ist es nicht so ein Pokémon. Okay. Einmal. Schade, ich dachte Grammox ist langsamer Antikraft auf Grammox. Das reicht sogar aus. Und alle Statuswerte werden wieder erhöht. Da vorne, da ist eine rothaarige. Und er müsste die mit den pinken Haaren dann bei Cherry sein. Da wäre jetzt Finn bestes gewesen. Schöne Erdbeben da rein, aber nein. Jetzt haben wir das nicht mehr. So. Ich hoffe, dass Hunde das dann nicht mehr angreifen kann oder gleich besiegt ist. Sophie ist echt zu OP. Böse. Toxin, aber zum Glück nur auf Leon. Noch mal ein Luftschnitt auf Charminau jetzt. Und eine gezielte Drachenbrut auf Sanka. Das ist das nochmal ein Hunde das. Hätte ich mir schon denken können.
Und es reicht natürlich wieder aus. Und wie es auch ist in der vierten Gen, dass immer, wenn man weiterläuft, bei einer Vergiftung oder auch bei Verbrennung, oder nee, nur bei Vergiftung, glaube ich sogar, dass man die ganze Zeit Schaden bekommt. Und ich belebe mal Finn. Vielleicht kommt hier noch was Schönes. Themen, da Galactic und sie haben das Pokémon des Sees. Ich kam nicht gegen diese Person an. Okay, dann lass mich mal. Diese Geschichte, es weckt schlimmere Erinnerungen. Ich meine das, was beim Windkraftwerk vorgefallen ist. Wegen diesem kleinen Vorfall habe ich eine ganze Menge Ärger gekriegt. Was machst du für ein Gesicht? Du erinnerst dich doch an mich. Schön, was soll's? Auch ich sag dir, wer ich bin. Ich bin Mars, Commander von Team Galactic, zumindest einer von ihnen. Was stellt ihr da, irgend so ein Lieblingspärchen, das zu Hilfe eilt? Keine Chance, nicht die geringste. Ich werde dich besiegen. Du meinst eher das Gegenteil. Ein Golbat an, okay. Da habe ich glaube ich daneben gedrückt. Superschall. Nee. Schlimmer als ein Konfusstrahl. Aber wir treffen mal. Vielleicht auch Paran? Nee. Mal eine Schockwelle wünschen. Und wir verletzen uns wieder selbst. Die Taktik mit dem Zurückschrecken bringt aber nur was eigentlich, wenn man schneller ist. Deswegen nehme ich gerade keinen Windschnitt, Luftschnitt, genau. Weil es einfach nichts. Weil es einfach nichts bringt. Ich gehe jetzt mit vollen KP hier raus. Oder fast vollen. Och, nee. Ich habe mich sogar verdrückt noch und dann eine schwere Vergiftung abgefangen. Schockwelle. Oh, zum Glück ist gerade daneben. Ich hoffe, ich habe jetzt auch ein Gegengift. Weil sonst sieht schlecht aus. Level 30. Was kommt jetzt? Und okay. Pokémon wechseln. Leon. Wir müssen eine kräftige Verteidigung haben. Deswegen nutze ich Drachenwut. Jetzt macht gut Schaden. Aber das bestimmt auch ein Sensor. Ja. Ich glaube, es war's für Leon.
Der hat knapp überlebt. Bin ich richtig sehe, kann ich jetzt mich heilen? Er greift mich an, ich schlag zu und er ist damit tot. Oder besiegt. Das war's. So. Wir haben uns auch das einzige schnellste Pokémon, was wir haben. Also richtig schnelle Pokémon. Das ist einfach mal 10 Level Unterschied schneller ist. Ach Schnur. Ah, da können wir gleich mal Finn holen. Und einmal schön abattieren. Wenn wir schneller wären, was ich bezweifle. Na gut, es ist sehr fett, das Pokémon. Könnte es schneller sein, aber ich glaube eher nicht. Die Geschwindigkeit von den Kriegen nicht hin. Und dann noch 12 Level über uns. Schafft vielleicht Leon? Ich meine, Leon ist schneller. Was für eine innere hat eigentlich Leon? 64 erinnert. Oh, Sophie ist sogar noch schneller. Aber nur weil sie auf das Level ist. Aber sogar macht einen Volltreffer und ein Luftknüll könnte Hälfte Schaden machen. Genau. Bitte kein Volltreffer, das wäre schön. Ein. Ja, vielleicht noch ein Volltreffer. Hat das Vieh irgendein Item drin, was es macht? Wenn jetzt noch ein Volltreffer kommt, ist das Pokémon verflucht. Okay. Jetzt. Luftschnitt. Wird nicht reichen, oder? Oh. Ich könnte mir vorstellen, was als nächstes kommt. So viel wird Sterben angibt. Sagt. So, Jessie kann jetzt mit einer Marke sehr viel Schaden austeilen, wenn sie nicht hochheilt. Deswegen gehe ich auf eine Lichtkanone. Hypnose! Was? Dieses Vieh kann Hypnose. Ich weiß, dass das Vieh Hypnose kann, aber auf diesem Level? Trainer, warum? Ja. So ein Pokémon. Ja, Volltreffer hinter Volltreffer hinter Volltreffer. Jetzt müssen wir aber aufwachen oder wir sterben. Ja. Volltreffer. Volltreffer, Volltreffer. Ah ja. Okay, Lilly, letzte Chance. Betrohr. Und ein Donnerzahn, das müsste ausreichen. Und Hypnose ging zum Glück daneben und das war's. Ich glaube, die heißt Ismars. Level 36. Ja, Mars. Commanderin Mars. Ich habe schon wieder verloren. Zuerst beim Windkraftwerk und jetzt am See der Wahrheit.
Commander von Team Liquid soll ein Missgeschick passiert sein. Ruhig jetzt, Mars. Mein Part habe ich immer hinter mir. Meine Mission war es, das Pokémon aus dem See zum Hauptquartier zu bringen. Stimmt, ich habe meine Mission ohne Probleme erfüllt. Hahaha. Leute, wir ziehen uns zurück. Der Bus wartet im Hauptquartier. Irgendwie sind die Pokémon der drei Seen miteinander verbunden. Dank Saturns großen Leistung erschien hier eine Höhle. Und jetzt dieser Höhle schlief das Pokémon Vesprit. Vesprit ist vermutlich aufgewacht, um den Seen zu helfen. Das hat perfekt an ihr gepasst und einfach eingefangen lassen. Ha, und jetzt haben wir sie alle. Vesprit, das gefühlende Wesen. Top, das starke Wesen. Self, das wissende Wesen. Jetzt, da wir sie alle in unserer Gewalt haben, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was Team Galactic für euch vorbereitet hat. Ja. Jetzt verstehe ich. Das ist auch am See der Kühnheit geschehen. Eine weitere legendäre Pokémon wurden von Team Galactic entführt. Ihr beide habt es mit einer Gruppe skrupellose Kriminellen aufgenommen. Alleine, dass ihr unbeschadet davongekommen seid, ist eine Freude. Aber es ist mit dem See der Stärke, wo Gary ist, in Sicherheit? Und das werden wir im nächsten Part herausfinden, ob Gary noch lebt oder ob er schon entführt wurde. Ciao.